Feierauftritt bitten. Gehen wir's an. Meine Damen und Herren, nach kurzem Check, ich darf Ihnen ankündigen, die schönsten Beine aus dem Bezirk Mödling, damit ich mit der Mittelkarte gesehen habe, nach so langen, anstrengenden 3 Tage, hat gesagt, für euch, wo in Neudorf, das muss ich nochmal sagen, bitte den Gang raus, wir suchen um den Einzug.
steht unter der Fußball und unsere Trainerin Manuela Seifert. Aber was wir zu sehen und zu hören bekommen, ich sage immer, eure Ohren werden jetzt Augen machen. Wer sagt nicht dazu? Um den Auszug.
verdammt, der Hafer. Also, ich habe ja bin ja jetzt mit dem Zeugnis nach Hause gekommen und da hat der Papa gesagt, also Lili, ich muss schon sagen, dein Zeugnis wäre jetzt zu wünschen über. Ich habe gesagt, hey Papa, da bin ich immer vorne. Du, bei mir war das ganz anders, wie ich handhaben bin und den Papa das Zeugnis zeigt. Da hat er schon was vollgerückt. Ich bin direkt auf dem Netz, ich habe meinen Papa bereits gestern gesehen. War ich das so, der hat einen absoluten Schlaganfall gekriegt. Lili, Lili, red doch keine Blödsinn. Ist mein Hintersee? Weil die Lehrerin gesagt hat, ich glaube nicht, dass ich mein Kind in Deutsch einen Zimmer verdient habe. Ja, da hat die Lehrerin gesagt, da haben Sie recht, aber es gibt keinen schlechteren. Und meine Frau Lehrerin, Frau Schiester, die ist so lieb zu den Kindern. Ja, die macht sich so viele Gedanken und sich das war. Ja, und du hast zu mir gesagt, ich muss mit deinem Vater sprechen, weil ich mache mir solche Sorgen um deine Leistungen. Hm? Habe ich gesagt, Frau Lehrerin Schiester, das kennen Sie ihren Sport. Weil mein Papa sagt immer, was gehen uns die Sorgen von den anderen. Und mein Papa wollte unbedingt wissen, warum ich letztens bei der Frau Geisler, bei der Frau Lehrerin Geisler nachsitzen habe müssen. Ja, da habe ich gesagt, weil ich geweigert habe, niemanden zu verbessern. Super. Ja, das hat der Papa angeschaut. Der Papa hat sich gefreut und hat gesagt, das war nur fair von mir. Und dann hat er mich gefragt, was dran ist. Habe ich gesagt, die Frau Lehrerin Geisler wollte wissen, wer der Mörder von Julius Caesar war. Ja, weil du nicht wusstest, was ich will. Also, ich kann mich erinnern, wie ich den ersten Tag in der Schule war. Da hat mir meine Lehrerin gleich geschrieben und gesagt, Leni, wie schaut deine Hefte aus? Ich habe auch eine Tochter in deinem Alter und das ist das gleiche Pferdchen wie du. Und was ein Pferdchen ist, das willst du doch wohl wissen. Habe ich gesagt, ja, Frau Lehrerin, das weiß ich ganz genau. Die Pferdchen, das sind die Jungen von der Sau. Was ist das? So, Leni, ich erkläre jetzt einmal, was ein Konton ist. Lili, das brauchst du nicht, das weiß ich schon. Nein, das weißt du nicht. Sicher weiß ich das. Ein Konton, das ist das kleinste Kino der Welt. Weil es passt nur einer rein und der muss stehen. Habe ich gesagt, Mama, was hat der Elefant da im Gesicht? Hat sie gesagt,
das Land ist der Rüssel und links und rechts davon sind die Stoßzähne. Frau Göckler? Mama, was ist denn das, was du zwischen die Füße hast? Sag ich, Mama, das ist nichts. Ich habe mich nicht zufrieden gegeben, damit habe ich Papa geholt. Sag ich, Papa, was bei den Elefanten im Gesicht los ist, das weiß ich. Aber was ist das zwischen die Füße? Und der Papa gesagt, weißt du, Lini, das ist das Zufall vom Elefanten. Ich sage, Papa, das ist aber interessant. Die Mama hat gesagt, das ist nichts. Sagt der Papa, weißt du, Lini, die Mama ist diesbezüglich ein bisschen verwöhnt. Ja. Und. Ja. Gleich, wenn du dort angekommen bist, gell? Ja. Bussi, Gino. Bussi. Ja. Und Gino? Ja? Ist ein Zirkus. Ja, sicher. Nicht. Du hast ja selber einen Hund. Du, pass auf, der Maxi, der verbringt nur das Futter von Dobby und mir. Ja, genau, am liebsten hat er das Kalksachsalina Stick, gell? Was? Nein, ich verspreche dir, ich werde ihn dir holen, gell? Ja, du, bitte sei so. Und unbedingt die Gabi-Zeiten einhalten und die Gabi rufen, gell? Weil Lisa ist auch die Wohnung, gell? Ja. Und bitte nächstes Mal die Laufleine, gell? Ja, genau, ich weiß. Ja, na ganz sicher, ja. Ja, grüß dich. Na, du die Dame in mir. Bitte, ich muss jetzt aufhören, gell? Und bitte gib dem Maxi ein dickes Bussi von mir, gell? Ja, okay, Papa. Entschuldigung, ich hab nur kurz telefonieren müssen, gell? Wegen dem Max, ich bin nämlich jetzt länger weg und das ist nicht so gewohnt, gell? Ja, das verstehe ich. Ich muss den Gino jetzt auch länger allein lassen. Ah ja, schon. Der ist so ungern ohne mich. Haben Sie auch so ein Exemplar? Ja, aber wissen Sie, ich habe ihn immer wieder mal alleine gelassen, damit er sich daran gewöhnt. Ja. Ja, man muss ja ein bisschen erziehen. Aber mein Gino ist furchtbar. Der lässt sich ja nichts sagen. Naja, haben Sie es vielleicht schon einmal mit einer Belohnung probiert? Also da habe ich den Maxi irgendwie viel beibringen können. Also belohnen soll ich ihn auch? Ja, mit einem Kekse zum Beispiel. Das geht beim Gino gar nicht. Der hat Laktoseintoleranz und Nierenkrankheit. Und generell der ist sterbelastbar. Der kann mit Kritik überhaupt nicht umgehen. Ja, ich weiß, dass meiner hat auch so ein dünnes Nervenkostüm. Beim letzten Gewitter hat er sich sogar unter dem Bett versteckt. Wirklich? Ja, und Silvester wird mir nichts anderes beurteilen, als ich eine Beruhigungstablette zu geben. Dame Max. Na okay. Das wird er schon schaffen. Na ja, er ist halt sehr hilfsam. Ja. Sie haben einen Jungen. Ja, wenn ich beim Alter gestorben ist, habe ich noch gleich einen Jungen. Wirklich? Ja, bitte, aber das ist ja so verspielt. Verspielt? Ja, okay. Na, meine ist immer so verspielt. Aber wenn ich ehrlich bin, ich bin ganz froh, dass ich meine Ruhe habe. Noch 11 Jahren. So lange? Ne?
super. Da bin ich erschrocken, dass ich ein Baby habe. Ihr macht das auch!
Ja, aber. Ja. Das Ei ist hart. Das Ei ist hart. Ich habe es gehört. Wie lange hat denn das Ei gekocht? Zu viele Eier sind krank. Ich meine, wie lang dieses Ei gekocht hat. Du willst es doch immer 4,5 Minuten haben. Das weiß ich. Was fragst du dann? Weil dieses Ei nicht 4,5 Minuten gekocht hat. Ich koche es aber jeden Morgen 4,5 Minuten lang. Wieso ist es dann mal zu hart und mal zu weich? Ich weiß es nicht. Ach. Ich bin kein Huhn. Und woher weißt du, wenn das Ei gut ist? Ich nehme es nach 4,5 Minuten heraus. Mein Gott! Nach der Uhr oder wie? Nach Gefühl. Eine Hausfrau hat das im Gefühl. Im Gefühl? Was hast du im Gefühl? Ich habe es im Gefühl, wann das Ei weich ist. Aber es ist hart. Mit deinem Gefühl muss etwas nicht stimmen. Meinem Gefühl stimmt etwas nicht. Ich schupfe den ganzen Tag in der Küche, ich kümmere mich um die Wäsche, ich erledige deine Sachen, ich ärgere mich mit den Kindern ab. Und du sagst mir, mit meinem Gefühl stimmt etwas nicht. Ja, ja, ja. Wenn ein Ei nach Gefühl kocht, dann kocht es nicht nur zufällig 4,5 Minuten. Kann dir doch ganz egal sein, ob das Ei zufällig 4,5 Minuten kocht. Hauptsache ist, es kocht 4,5 Minuten. Ich hätte nur gerne ein weiches Ei und nicht ein zufällig weich gekochtes Ei. Es ist dir also egal. Dir ist es also egal, ob ich 4,5 Minuten in der Küche schupfe. Nein, nein, nein. Aber es ist nicht egal, das Ei muss neben 4,5 Minuten kochen. Das habe ich doch gesagt. Aber eben hast du doch gesagt, dass es dir egal ist. Ich hätte nur gerne ein weiches Ei. Gott, was sind Männer primitiv? Morgen. Morgen bringe ich sie an. Die Leute, die Reden, die und hier.
Außer wenn er weniger
glaub Sie jetzt, wollt Sie eine Fahrkarte, ja oder nein? Ja. Na, wohin? Zum alten Manager. Das weiß ich. Aber fragen Sie denn dann? Ich will wissen, wo der alte Weniger wohnt. In der Postkasse. Wo? Im vierten Stock. Himmel, Schafoda, wo ist denn diese Badgasse? Dokumentationsfilm gesehen mit einem Wal.
Der Wal schwimmt den ganzen Tag. Der Wal sauft nur Wasser und frisst nur Fisch. Und was ist er? Der ist fett. Olli, wenn du bist kein Wal, ich bin auch kein Wal. Aber ich muss gestehen, ich werde auch immer fauler. Echt? Sogar mein Hund wird immer fauler. Wenn ich früher gerufen habe, Bello, wir gehen Gassi, ist er gekommen, hat mir die Leine gebracht. Wenn ich heute rufe, Bello, Gassi, bringt er mir die Autoschlüssel. Weißt du, wer? Ja? Weißt du, was Männer und Hunde gemeinsam haben? Streicht man sie schon, wieseln sie mit dem Schwanz. Du, ich hätte einen Tipp für dich, wie du möglichst schnell 90 Kilo los wirst. Sag schon. Los, du Scheid. Weißt du, Männer sind ja wie Haie-Hins. Sie tun einem weh, aber man liebt sie trotzdem. Ja? Du, und mein Horst, ja, mein Horst ist ja wieder unter die Sportler gegangen. Ja. Der hat sich jetzt ein Fahrrad gekauft und ist mit dem Fahrrad nach Hunde gefahren. Dann ist er nach Hause gekommen und hat sich auf die Waage gestellt. Sag, ist dir schon einmal aufgefallen, wenn sich Männer auf die Waage stellen, dass sie immer den Bauch einziehen? Da Horst, die muss das ja machen, gell? Weil sonst zieht er ja nicht unter. Da bin ich so neben ihm gestanden und habe gesagt, na geh, Horst, was wiegst du? Sagt er, sag ich dann, na geh, Horst, was wiegst du? Sag ich, na geh, komm. Sag ich, sag das, sag ich dann nicht. Sag ich, na geh, komm, nur die ersten drei Zahlen. Ich habe jetzt meine Ernährung umgestellt. Echt, warum? Meine Gummibärle, die stehen jetzt rechts vom Computer. Ja? Und letztens hat mir Gerhard zu mir gesagt, ich bin wie Zucker. Habe ich gesagt, so süß? Na, so raffiniert. Ich war unlängst bei so einem Homöopathen, gell? Ja. Weil es mir nicht wirklich so gut gegangen ist, gell? Ja, und der arbeitet so mit Kugeln, mit so Globuli, gell? Ja. Und dann hat er eben gesagt, ich soll halt fünfmal am Tag sechs Kügelchen lutschen. Das wird mir sicher gut tun. Ja, und dann, wie ich so rausgegangen bin bei ihm, haben wir gedacht, na, du hast das im gleichen Alter. Dann geht das auch nicht schaden. Jetzt tun wir halt fünfmal am Tag sechs Kügelchen lutschen. Aha. Sind das überhaupt so Universalkugeln? Ja, das würde ich schon sagen. Na, und helfen Sie mal. Wichtig war das Helfen. Ja, was soll ich da sagen? Da Horst, ich strickt seit 7 Tagen und ich muss mir rasieren. Ja, also mein Gerhard ist jetzt auch gar nicht gut gegangen, ja. Ja, und er wollte zum Arzt gehen, aber er hat so Angst vor der Diagnose und habe ich gebeten, dass ich mitgehe. Na gut, gehe ich halt mit. Nach der Untersuchung nimmt mir der Arzt zur Seite, sagt der gnädige Frau. Und ihrem Mann schaut sehr schlecht aus. Sie müssen einschreiten. Sie müssen meine Anweisungen befolgen und da stehen die Chancen gut, dass er wieder gesund wird. Um Gottes Willen, der arme Gerhard, was hat dir der Arzt denn für Anweisungen gegeben? Fast, was er zu mir gesagt hat. Der hat zu mir gesagt, ich soll ihm jeden Tag ein üppiges Frühstück bereiten, ein gesundes Mittagessen mitgeben ins Büro am Abend, ein mehrgängiges Menü kochen, dann soll ich ihn möglichst nicht nerven und keine Probleme mit ihm besprechen, 3-mal am Tag massieren und für ausreichend sexuelle Befriedigung sorgen. Und wenn ich das ein halbes Jahr mache, dann stehen die Chancen gut, dass mein Kerl wieder gesund wird. Ach. Ja, und dann nach Hause bin ich mit der Gerhard gefragt, und? So hat der Doktor gesagt. Ich habe gesagt, tut mir leid, mein Schatz, du wirst sterben. Aber lassen Sie mich mal untersuchen. Der Arzt hat dann die Dame untersucht und sagt,
Gnädige Frau, meine Vermutung hat sich bestätigt, Sie sind schwanger. Schwanger. Sagt sie, das kann gar nicht sein. Ich lebe in einer Kommune. Das kann überhaupt nicht sein. Sagt sie, ja, dann muss aber nur Nudelauge dabei gewesen sein. Sagt er, siehst du nicht auch, dass Männer die Parkplätze sind? Die Guten sind alle schon besetzt. Du, aber weil wir da so unter uns sind, Bella, erzähl mir doch ein bisschen was über dein Sexualleben. Mein was? Sag mal, bist du nicht unter die Psychologen gegangen? Du, ich glaube, mein Horsi betrügt mich. Bitte, wie kommst du da drauf? Ja, weil er vorgestern in der Nacht nicht heimgekommen ist. Und dann habe ich ihn in der Früh gefragt, wo er war. Hat er gesagt, er hat bei seinem Bruder geschlafen. Na und? Das kann doch wirklich so sein. In diesem Fall nicht, weil da war nämlich ich. Sehr attraktiven Damen in einem vornehmen Restaurant
verspüren das Bedürfnis, auf Toilette zu müssen. Was sagen Sie zu mir? Der eine schreit aus, na ja, dann sag ich, ich muss pinkeln. Na, der Lärm, der schloss mich hängt vor kurz. Das geht bitte, das geht auf keinen Fall. Fragt er den zweiten Lärm und sagt, na ja, ich sag, ein jeder muss mal müssen und jetzt ist es bei mir soweit. Nein, mein Herr, das können Sie unmöglich sagen. Und dann fragt er meinen Herrn. Und der hat gesagt, ich stehe auf. Ich verbeuge mich vor der Dame. Ich sage zu ihr, darf ich Sie einen kurzen Moment alleine lassen? Ich möchte mich entschuldigen. Ich möchte einen guten Freund die Hand reichen, den ich Ihnen aber im Laufe des Abends noch vorstellen werde. Weißt du, was ich da gerade in der Zeitung lese? Wusstest du, Essen dauert 7 Sekunden, um vom Mund in den Magen zu gelangen. Der Oberschenkel ist so hart wie Beton. Die Länge des männlichen Gliedes ist 3-mal so lang wie der Daumen. Ja, steht da, das ist wahr. Und wir benutzen 300 Muskeln, um das Gleichgewicht zu halten. Und wenn ich jetzt darunter schaue, sehe ich, dass die Damen bis zum Schluss zugehört haben und die Herren noch immer auf ihren Daumen schauen. Jawohl, der sitzt seit 3 Stunden beim Geißler bei der Herrin.
Und man doch wieder auf der Liesel. Dann habe ich bei ihm geschlafen. Und in der Früh habe ich aufs Klo müssen. Und da bin ich beim Schlafzimmer vorbei und da habe ich gehört, wie der Tante zu Funke gesagt hat, entweder wir lieben uns oder du machst ein Frühstück. Leni, da haben wir gedacht, jetzt wird es interessant. Hab durchgeschaut, habe ich gesehen, wie der Onkel die Bettdecke gekommen hat, hat gemeint, ich glaube, einer von uns zwei muss jetzt aufstehen. Minuten später war ich in der Küche. Du, ich habe heute noch ein paar Lektor geschlafen. Wieso? Passt schon. Und dann wollte ich zu Mama und Papa ins Bett und dann bin ich gegangen und dann habe ich den Schlüssel noch geschaut. Und da habe ich gesehen, wie die Mama, die war ganz am Locker gebacken und die ruft auf den Bauch vom Papa um. Aber in der Früh hat die Mama gesagt, Mama, ich hab gesehen, wie du auf den Bauch vom Papa und du rupst. Wieso? Meine, die Mama hat einen hochroten Schädel. Und dann hat sie gesagt, dann weißt du, Leni, das ist eine ganz eine spezielle Diät für Papa. Weil wir schauen, dass der Bauch ein bisschen kleiner wird. Und wenn ich drauf hüpfe, dann geht die Luft raus. Weil immer am Freitag, wenn du beim Spielehallen bist, da kommt die Frau von jedem an und die bloß den Papa wieder aus. Und da ist der Mann auch schon so, ich
Burschen. Habe ich gesagt, nein, alles kein Problem. Der intelligenteste Präsident der Welt, der hat mir Schultaschen genommen. Meine Mama, die hat noch
Der war wahnsinnig. Und auf einmal schreibt er, abseits! In dem Moment hat der Schiedsrichter abseits gepfiffen. Ja? Ja, dann hat er geschrien, der Bub hat geschrien, faul Elfmeter! In dem Moment, ja, selber faul Elfmeter. Und auf einmal schreit der Bub, faul Freistoß! Ja, in dem Moment hat natürlich der Schiedsrichter hat er gepfiffen. Ja, und auf einmal hat er, nimmt er den runter von der Schulter und gibt ihm eine Watsche. Dann hat aber der Papa schon gesagt, was ihm einfällt, warum er den Ohrfeigen gibt. Der kennt sich doch so gut beim Fußball aus, sagt er, ja, beim Fußball schon, aber die Lusern kann er nicht. Yeah.
euch gefallen hat, dann erzählt es weiter und wenn nicht, dann behaltet es bitte für Sie. Freuen wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Und auch. Ja. Danke.